schönen, was auch immer. Willkommen zurück bei Let's Fail Minecraft. Naja, eigentlich war es ja mal ein Let's Play, aber die letzte Folge war echt geil. Tja, und da habe ich auch schon wieder Melonenkerne. Eine Pflanze gibt zwei Kerne. Interessant. Ach ja, was war denn nur los? Das frage ich mich immer noch. Aber ja. Übermut wird halt bestraft. Oder Übermut kommt von dem Fall. Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt ein wenig offline weitergemacht. Hier sehen wir andere Anordnung der Öfen. Die Crafting Table sind auch verschwunden. Und hier kommen wir zum Nether-Portal. Und damit wir nicht vergessen, dass es das Nether-Portal ist und dass hier hinter einer Feuerwelt ist, habe ich mal Feuer gesetzt. Ja, dann gehen wir gleich mal rüber, weil ich mach mal ein bisschen Let's Fail, nein, Let's Show. Mal zeigen, wo wir sind und was da ist. Weil wir haben jetzt Türen drin. Das war die eine Neuerung. Hier Türen zu beiden Seiten. Zum anderen gibt es zwei Gänge bereits. Die habe ich dann vorhin auch noch offline gebaut. Hier. Wunderschöne Türen. Die Sache vielleicht ein wenig angenehmer für uns machen. Außerdem kann ich ja mal mitteilen, wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, mit Eisen rumzuhantieren. Ich habe ja bei dem grandiosen Versuch, da die Schweinepriester anzugreifen, habe ich 56 Eisen eingebüßt. Naja. Aber ich hoffe, es hat wenigstens ein wenig gefallen. Also ich schätze mal, ihr, wenn ihr es dann endlich sehen könnt, springt ihr im Dreieck und freut euch einen cooler Keks. Weil eigentlich wollen wir das doch alles sehen. Wir wollen sehen, wie Leute zu Schaden kommen. Und ja, ich hätte dann auch abbrechen können an dem Punkt gleich, aber ich war dann doch anders unterwegs. Aber dass es alles ganz anders sein kann, viel besser und so, kann ich ja mal hier zeigen. Weil das ist der zweite Ausgang. Ach, ist nicht schön. Weil da hinten sehe ich Glowstone so auf Bodenniveau. Und da wollen wir jetzt doch gleich mal hingehen. In der Hoffnung, dass wir keinen Gast treffen. Dass kein Gast zu Gast ist. Haha, von wegen Bodenniveau. Super, über Lava. So ein Scheiß. Hölle bleibt Hölle. Naja, sie grunzen jedenfalls noch. Also sie greifen uns nicht mehr an. So viel habe ich denn immerhin noch geschafft. Und wir hören auch wieder Musik. Und das sollte ich ja jetzt gleich mal mitteilen, weil es ja jetzt noch ziemlich am Anfang. Wir hören Musik von Kraftim. Oder Craft I Am. Klingt auch so wie das, was wir hier tun. Nach Crafting. Oh. Naja. Auf jeden Fall. Na toll. Super. Auf jeden Fall war das eine Herausforderung, der ich mich stellte und die dann so zu Ende ging, wie halt Herausforderungen hin und wieder auch mal enden. In einem kompletten kleinen Desasterchen. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen offline weitergemacht, weil ich hatte dann keinen Bock mehr, wollte dann meinen Unterschlupf hier verbessern. Und das habe ich dann auch getan. So, Glowstone ist abgebaut. Den nehmen wir auch gleich mit nach Hause. So, schon mal einsammeln hier das gute Glowstone-Pulver. Weil das ist ja eigentlich das, was wir hier machen wollen. Die Schweinepriester greifen wir dann später nochmal an. Also wenn es mal wieder langweilig wird, machen wir das mal wieder. Das geht ja ordentlich ab.
So, und hier ist auch nichts drunter. Ich könnte jetzt hier natürlich noch anfangen. Ja, das mache ich mal. Ich könnte jetzt hier noch anfangen, mal die Sachen ein bisschen einzuebnen. Dass wir nachher nicht so viele Probleme haben beim Aufsammeln des Glowstone-Pulvers. Aber was essen können wir trotzdem mal. Och, ist das laut. Ach stimmt, ich war ja vorhin an den Einstellungen, sehe ich gerade. Dann machen wir es mal ein bisschen weniger laut. Aber es passt auch zur Umgebung. Dafür danke ich auch nochmal ganz herzlich Jamendo.com. Eine Webseite, die ordentlich sortiert Musik bereitstellt. Vor allem die nötigen Lizenzinformationen auch dazu bereithält, sodass das hier passt für das, was wir hier tun. Das, was wir hier tun, ist ein Let's Play und gespielt wird jetzt auch schon. Das seht ihr auf eurem Schirm. Es bewegt sich was. Ah, ich höre schon wieder einen Gast. Haben wir schon wieder einen Gast zu Gast. Naja, wenn ich den noch fünfmal bringe, dann wird er besser. Da hinten ist der. So. Nee. Da ist er. Hilfe. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Tja. Die Hölle ist schön. Die Hölle ist ja Hölle. Welche Erkenntnis? So. Ach, da war er gleich. Ja, ja, ja. Na, ganz schön verschossen. Mein netter Freund. So. Dann gehen wir hier mal hoch, wa? Was sonst nichts zu tun hier. Das ist ein bisschen enger als sonst. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wir werden auch diesen Glowstone-Vorrat hier von oben nach unten abcraften. In der Hoffnung, dass wir dabei nicht allzu sehr zu Schaden kommen. Tja, um uns irgendwann noch mehr Gasttränen und ähnliches zu sichern. Hui. Ja, doch, sieht gut aus. Richtig gemacht. So. Ah, toll. Ja, das wollte ich. Das war genau das, was ich wollte. Dämlicher Gast. Ah, toll. Ach, toll. Ach, ist das herrlich. Genau so wollten wir es nicht haben. Wie das auch immer so exakt wird. Genau so, wie wir es nicht haben wollen. Ach, mein Gott. Jetzt haut uns hier der Gast schon alles weg. Ach, der auch. Auch mal wieder weg. Scheint mir fast so, als ob die auch total angetan von unserer Anwesenheit sind, wie wir von ihrer. Hey! Dammit! Ja. So hilft aber alles nichts. Wir müssen dann nochmal zwei Etagen höher. Drei fast. Ja. Mein Freund. Zu kuscheln. So die Kategorie Viech, was früher
selbst mit dem Schnitzel um den Hals nicht mit den Schweinen spielen konnte. Und deswegen aus Frustration über diesen... Ja, herrlich. Das freut mich jetzt aber, dass wir hier auch gleich wieder so angekommen sind. Das ist toll. So. Ups. So. Geht auf, sag ich euch. Nee, du nicht. Geh weg. Das stehen zufälligerweise auf Glowstone, kann das sein? Naja, gut. Ja. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, das war's mit dem Glowstone da. Da steht immer noch ein Schweinchen rum. So. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Feld fertig sind, haben wir erstmal für eine ganze Weile genug von dem Zeug. Wie vom Eisen, haha. Ach nee. Geh du mir weg. Nicht haben. Hab ich ja hier eigentlich ein bisschen verstecken drin. Ein bisschen gucken. Aber Gast scheint echt auf Glowstone zu stehen. Genauso wie ich. Eine Gemeinsamkeit zwischen mir und den fliegenden Staubsaugern. Ja. Ja, genau. Kuscheln wir noch eine Runde. Dämliches Viech. So. Happa, happa. In der Hoffnung, dass... Nein. Das ist der Gast hier nicht erwischt. Ja, genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, genau... Toll, das brenne ich auch. Ah. Dammit. Ja, genau. Ja. So, sammeln wir mal die Ernte hier ein. Fällt das ja alles nicht so schnell. Wow, schreit der Gast. Ah, hier ist auch noch Glowstone. So. Na, mein Schweinchen. Alle chic. Na, bei mir auch. So, jetzt sind wir schon wieder dran. Die wir eine Ehrenrunde gelaufen sind. Mal wieder ein bisschen Neverstein, Never Zeug hinlegen, damit wir hier wieder laufen können.
So. Ist der Glowstone weg? Oh, die sind ganz schön groß. Na toll. Das ist, wird ja immer besser. Jetzt ist unsere Spitzhacke kaputt. Wir haben keine mehr. Jetzt brennen wir noch. So. Soll mir jetzt auch einerlei sein. Und ist noch ein bisschen Glowstone. Ja, ja. Ja, ja. Genau, Magma-Schleim. Ach, verdammt. Genauso und nicht anders, ey. Könnt mich alle mal. Nämlich Gastviecher. Deswegen ist auch das ganze Ding hier aus Stein gebaut. Damit die Gast sich da nicht so ein Loch reinschießen können. Aber mir reicht's mit dem Never. Erstmal. Ja, hier ist noch ein bisschen was drin für hier zum Weiterbauen. Aber jetzt wird erstmal. Geht's erstmal wieder raus an die frische Luft. Genug Never. Aber bei weitem nicht genug getrunken heute. Prost! Wenn nicht richtige Uhrzeit. Nicht Prost! Aber ja, mein Gott, wir haben noch jede Menge Zeug jetzt. Ist doch super. Wir können ja wunderschön Glowstone basteln. Ist doch genial. So. Genau. 32 nehme ich. Nochmal 12. Macht immerhin schon 44. Macht 51. Mein Götterchen. Davon können wir doch jetzt schon eine Weile zehren. Weil wir wollten ja noch, also das war am Anfang mal der Plan, das ist, siehst du, kommen wir wieder zu der To-Do-Liste, die ich jetzt wieder nicht anfangen werde. Ah, gebe Pen. So war am Anfang der Plan, ich wollte den Berg noch weiter aushöhlen, um hier drinnen dann zu farmen. Ich bin mir nämlich gar nicht mal sicher, ob wir jetzt hinten die Farm überhaupt lassen oder ob wir das quasi lassen mit der Farm da hinten und dann hier neu. Na toll. Neu anfangen. Neu anfangen im Sinne von. Also jetzt nicht so komplett neu anfangen. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, aber. Einfach hier ein bisschen uns erstmal aufhalten und den Berg weiter umbauen. Weil der Exkurs, beziehungsweise die letzten Exkurse waren alle nicht so wirklich erfolgreich. Ich habe die Schnauze voll, die quill da jetzt erstmal nicht mehr raus. So einfach ist das. So. Na, Mietz, 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 komm mit. Komm mal hierher mit. Komm, 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 komm. Ja, so. Da kannst du stehen bleiben. Außerdem wurde mir ja zugetragen, ich fordere euch ja immer auf, Kommentare zu machen, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Und diese Kommentare veranlassen mich ja hin und wieder auch mal Dinge zu tun und über Dinge nachzudenken und so. Und die To-Do-Liste ist definitiv ein Punkt, den wir anfangen werden. Darüber kam ich nämlich auf den Gedanken zurück, dass wir ja eigentlich mal alles hier in-house bauen wollten. Also in Berg, nicht in Haus. Haus haben wir ja hier quasi nicht. Das ist ja eher ein Berg. Und deswegen machen wir das jetzt einfach auch mal. Machen hier im Berg ein bisschen weiter. Ist schon sehr psycho, der Soundtrack, oder? Kraft IM hören wir immer noch mit dem Album. Ach, siehst du, das Album habe ich gar nicht gesagt. Backview heißt das Album. Ha, knapp die Kurve gekriegt. Wir sind noch in der ersten Folge. Es wären 2,5 Stunden Brummer. Ach, war das schön, als wir noch Eisen hatten. Jetzt habe ich so viel Eisen rausgehauen für irgendwelche Türen. Nicht zu vergessen, dass wir 56 im Never verloren haben. Das war auch schon hart genug. Aber ja, das muss leider sein. So.
Außerdem habe ich ja auch gelernt von anderen Let's Plays. Und jetzt weiß ich auch, was ich machen muss, um hier ordentlich zu farmen unter der Erde. Dafür braucht man nämlich nur ein paar Grundkomponenten. Eine davon ist Licht. Und Licht geht ja jetzt. Also Licht wird es ja jetzt. Weil wir, ja, Glowstone haben. Und ich würde mal sagen, wir bauen hier draus jetzt eine Farm. Alles so ein bisschen drinne, ein bisschen sicherer. Muss ja auch mal, muss ja nicht immer und so, ne? Kann ja auch mal richtig schön kuschelig sein. Muss ja nicht immer so draußen in der Wildnis und ach, ist das alles anstrengend. So muss es ja nicht. Es kann, aber es muss nicht. Und deswegen der neue Ansatz, hier mal wieder ein bisschen auszubauen. Da hat man auch schon mal angefangen. Mit der Ecke hier und jetzt wird sie vollendet. Jetzt haben wir hier schon viel weiter ausgehoben. Ach nein, das ist genau richtig. So. Außerdem muss ich ja wieder einen neuen Cobblestone generieren, weil wir ganz viel Cobblestone unten verloren haben. Also was heißt verloren? Verloren ist in diesem Fall der falsche Terminus. Wir haben ihn verbaut und verbaut ist halt auch weg. Leicht verloren in ziemlich vielen Hinsichten. Hälfte, Hälfte, Hälfte. So, 8 Chippen. Eine in die Hand. So, ja, die beiden Sachen können wir noch mal gegeneinander tauschen. Ach ja, ich mag die Inventory-Tweaks. So, gehen wir wieder hoch. Gehen wir da rüber. Springen wir ins Bett mit den dreckigen Schuhen. Da freut man sich doch, ne? Psychedelic Sound. Also ja, diese Playlist ist auch wieder ziemlich, ziemlich cool. Ich würde mal sagen, wir machen hier drin nochmal eine Aufnahmepause. Mir ist irgendwie nach einer Pause. Also ich würde sagen, wenn wir die halbe Stunde voll haben, dann mache ich mal kurz Pause. Halt auch die Musik an und dann nahtlos weiter quasi. Nach der Pause. Fällt euch nicht auf, weil das ist ja direkt hintereinander dann, ne? Ist ja dann direkt so, dass man, ne? Aber ich mache hier ein Päuschen zwischendrin. Kann nochmal was trinken und so weiter. So. Naja, also haben wir heute immerhin den Never überlebt. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist doch supi. Man kann es halt auch richtig machen. Man muss ja nicht immer so rumschlawenzeln. Wie ich es zuweilen denn doch getan habe. Weil ich glaube, ich bin 10-mal gestorben. 10-mal. Das lässt mich immer noch nicht los. Also vollkommen aus eigener Blödheit, ja. Das ärgert mich ja daran. Also nicht, dass ich gestorben bin, ärgert mich, sondern so aus welchem Grund. Das ist einfach so mal komplett Gehirn auf und Rinder. Ich dachte mir so, na, wird schon, ne. Ist ja total toll, so die Idee. Machst dir da so eine Ecke, stellst dich da rein und dann passiert dir ja nichts. Ist ja immer so. Ja, sich so eine Ecke macht und sich da reinstellt, passiert einem nie was. Das ist so ein Naturgesetz. Natürlich, wenn man, bevor man in der Ecke steht, weil das Vieh gerade wegläuft, sich denkt, ach, hau ich's draußen, lauf danach in die Ecke zurück und danach kommt er mit seinen Freunden. Ist auch scheiße. Ja, und ich glaube, ich, also, was nicht ganz stimmt, ich habe nicht alles verloren. Ich habe, glaube ich, eine, also hier die Steinspitzhacke, die ich später mit runtergenommen habe, die habe ich wiedergefunden. Und ein paar andere Sachen, aber nichts Relevantes. Echt scheiße. Kann ich ja jetzt mal so, also es war wirklich scheiße. Die Aktion war scheiße und überhaupt ärgert mich immer noch. Halt der eigene Blödheitsfaktor, ne? Der einen da so ein bisschen ärgert. So.
graben wir es hier frei. Weil irgendwo hat man noch Glas. Dann können wir es hier verglasen. Wenn wir es verglast haben. Können wir hier unsere Ernte drin einfahren oder so. Ja. So langsam wandelt sich der Berg zu etwas Vernünftigem. Zu echt etwas, wo man sagen könnte, na, es ist schon fast eine Wohnung. Also gut, sie ist immer noch mitten im Berg, aber es ist schon fast eine Wohnung. So. In der Mitte ist ein bisschen duster hier, aber ist mir auch egal. Ach, ein Ozelot. Lot, Lot, Lot. Lot, 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 der Ozelot. Los, 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 der Oze ist los. Naja, war nicht so dolle, ne? So, das Bäumchen kann stehen bleiben. Es wird auch schon wieder dunkel, glaube ich. Ergo sollten wir uns ein wenig sputen, dem, was wir hier vorhaben. So. Sputen heißt, wir gehen gleich an die Kiste mit dem Glas. 40 Glas, okay. Und Clearstone haben wir auch noch. Ja, 21 reichen uns da auch erstmal. So, die Decke wieder hübsch machen und so. Glowstone soll ja hier auch noch rein. Kommt dann alles gleich. So, das können wir runter, das können wir hoch, das können wir runter. Weil wir fangen jetzt erstmal an mit dem Stein hier. Tack, tack. Und dann machen wir hier erstmal so dicht. Da kommt dann auch wieder Stein hin, wenn wir soweit sind. Und obendrauf könnten wir so ein bisschen Sand noch verteilen. Ja, das ist doch okay. Großes Panoramafenster, wo man keine Fackeln dranhängen kann. Aber ist ja egal, wir machen ja eh hier in Dings, ne? Habe ich ja gesagt. Machen wir ja eh Glowstone drauf. So. Ich hätte mal den Nepper wegbringen sollen. Den brauche ich jetzt überhaupt nicht. Naja. So. Machen wir hier nochmal auf. Ja, gleich sowieso noch hier neuen Dreck verlegen. Ja, das finde ich auch immer geil. So, auf einigen Steinen verschwinden einfach so die Klötzchen. Und auf einigen. Also wenn es auf allen so wäre, wäre es ja toll, oder? Wäre es ja. So ist es halt. Aber bei einigen, da muss man mal so nachdenken, mal aufpassen und so. Ist total doof. So. Mal hier die Decke ein bisschen ausgraben. Ich hoffe, da hinten ist nicht so dunkel, dass da schon wieder was spawnt. Aber ich glaube, es so schlimm ist nicht. Ja, die hinten, die Ecke ist schon ein bisschen düster. Können wir ja auch noch mal kurz ein paar Lämmchen anbringen, so Übergangslämmchen. So. Zack, 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 zack. Und ja, es wäre wesentlich sinnvoller, jetzt erstmal sich zu überlegen, wo der Glowstone hinkommt, aber das können wir immer noch machen. Muss ja jetzt auch nicht alles so 100% Planung hier sein. Reicht ja manchmal auch 90. Also auf jeden Fall brauchen wir noch Steine. So, 64 sollten erstmal reichen. Vielleicht sollte ich mir gleich noch ein paar kochen. Glas reicht auf jeden Fall noch, was wir haben. Und ja, wir wollten ja da hinten im Baumhaus auch noch was machen, aber das machen wir dann gleich. Da schreiben wir uns gleich ein Listchen. Meine. Na toll, meine Uhr ist abgestürzt. Super, immerhin kann ich noch laufen. So, wo sind wir jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt schon gehört? Ja. Wäre toll, wenn das angezeigt werden würde. Verdammt. Wir hatten einen Taschenrechner zur Hand. Ach ne, ihr seht's ja wieder. Das ist ja quasi denn schon, wenn alles vorbei ist. Aber diese Ruhepause nutze ich auch mal für eine. Bis gleich!